doch eine große Koalition. Und was steht noch an? Die FDP will die Niederlagenserie der letzten Wahlen beenden und mindestens mal den Wiedereinzug ins Parlament schaffen. Und dann gibt es dann noch die BIW, Bürger in Wut, die den Protest einsammeln will. Mit guten Chancen, denn die AfD darf wegen Formfehlern nicht antreten. Wer seine Ziele erreicht, wissen wir schon besser mit der Prognose gleich um 6. So ist es. 18 Uhr, die magische Zeit. Immer pünktlich die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen. In dieser Wahlsendung werfen wir aber auch einen Blick auf die andere Wahl des Tages, die über Deutschland hinaus für Europa von größter Bedeutung ist. In der Türkei haben die Wahllokale bereits geschlossen, was aber anders als bei uns nicht bedeutet, dass es sofort relevante Prognosen gäbe. Jörg Brase ist unser Korrespondent in der Türkei und uns aus Ankara zugeschaltet. Ja, Jörg, der Begriff Schicksalswahl, der wird oft ziemlich leichtfertig verwendet. Hier trifft er zu, jedenfalls auf die Frage, ob die Türken Präsident Erdogan nach 20 Jahren abwählen oder er sich weiter an der Macht halten kann. Wie läuft der Wahlabend ab, Jörg? Wann gibt es belastbare Trends? Also was ich jetzt hier schon mal sagen kann, ist, dass die oberste Wahlbehörde ihre Deadline für die Verkündung der ersten Zahlen drastisch verkürzt hat. Die liegt normalerweise bei 20 Uhr deutscher Zeit und die wurde jetzt nach vorne geschoben. Das heißt, seit ungefähr einer Viertelstunde dürfen die Fernsehsender die ersten Zahlen veröffentlichen, die ersten ausgezählten Wahlkreise. Es sind bisher ungefähr 11% der Stimmen ausgezählt. Das ist das, was wir hier sehen können und demnach liegt im Moment jedenfalls Präsident Erdogan mit ungefähr 58% in Front und sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu liegt bei 35%. Diese Zahl, die ich hier jetzt gerade genannt habe, die ist natürlich überhaupt noch nicht belastbar, weil das sind kleinere Wahlkreise, die da sehr schnell ausgezählt werden konnten und insofern muss man davon ausgehen, dass sich diese Zahlen im Laufe des Abends auch noch stark verändern können. Wir hatten ja im Vorfeld immer berichtet, dass es ein knapper Wahlausgang wird. Die ersten Zahlen deuten zwar nicht darauf hin, aber wir müssen jetzt wirklich den Abend mal abwarten. Der Wahlgang selbst, soweit wir das selbst auch beobachten konnten hier in Ankara, der war relativ friedlich, der war relativ geordnet, auch gut organisiert. Natürlich gab es einzelne Berichte über Unstimmigkeiten. Jetzt muss man mal sehen, in welchem Ausmaß die dann auch tatsächlich gemeldet werden. Die Polizei hat sich jedenfalls vorbereitet auf Ausschreitung. Vor allem gibt es hier große Sicherheitsvorkehrungen um die oberste Wahlbehörde hier in Ankara herum. Denn dort werden dann diese Einsprüche verhandelt und entschieden und auch das Wahlergebnis dann verkündet. Aber bis dahin ist es noch Zeit. Das wird erst morgen Nachmittag passieren. Es wird jedenfalls ein spannender Abend mit interessanten ersten Zahlen. In der Tat. Dankeschön, Jörg, für diese ersten Trends. Und bitte melde dich, sobald neue Zahlen vorhanden sind. Wir widmen uns jetzt zunächst den Bremer Verhältnissen. Wie wirkt es sich aus, wenn mehr als 60% der Wahlberechtigten finden, dass ihr Land schlecht auf die Zukunft vorbereitet sei? Zu den Sorgen der Menschen und den Themen des Wahlkampfs, Matthias Kubitzer. Das kleinste der 16. Der Zwei-Städte-Staat im Nordwesten. Bremen und Bremerhaven. Nach Einwohnern nicht mal halb so groß wie München. Ein Stück Deutschland mit exklusiver Story. Und ganz eigenem Stolz. Mein Mann sagt immer, Bremen ist ein Dorf mit Straßenbahn. Historische Hansestadt zwischen Bilderbuch und Realität. Mit chronisch wenig Kohle. Den Bremern wichtig bei dieser Wahl? Schlauere Lösungen für den Verkehr. Man müsste auch ein bisschen noch die Autofahrer mit einbeziehen, dass sie nicht komplett außen vor sind. Ich denke, dass es Bereiche geben muss, in denen Autos einfach komplett keinen Zugang mehr haben sollten. Bremens Dauerproblem, die Bildung. Jetzt noch akuter, weil viele Lehrer fehlen. Sehr viel sogar und das ist halt richtig schlecht für uns, da wir halt dann auch noch trotzdem die Klausuren schreiben müssen. Angsträume rings um den Hauptbahnhof. Bremen kämpft seit Jahrzehnten gegen die Drogenkriminalität. Abends fühlt man sich hier unsicher, an allen Ecken steht irgendwer oder man fühlt sich beobachtet, gerade so als junge Frau. Bremerhaven erfindet sich neu. Am Wasser alles ganz schick. In der zweiten Reihe aber ist der Lack ab. In der einst stolzen Werftenstadt.
Was hat Bremerhaven denn? Bremen hat alles. Also man sagt ja oft über die Stadt Love it or leave it und wir bleiben auf jeden Fall. So erkennt man im Kleinsten das Große. Denn in Bremen spiegeln sich viele Probleme der gesamten Republik. Ja, so ist es wohl. Und ich habe bei mir Kai Niklasch, er ist der Leiter des ZDF-Landesstudios in Bremen, hat natürlich den Wahlkampf sehr intensiv beobachtet. Die SPD regiert Bremen seit mehr als 70 Jahren, jetzt mit Grün und Rot. Gab es denn im Wahlkampf sowas wie eine Wechselstimmung? Ja, eher nicht. Und das lag vornehmlich daran, dass Andreas Bovenschulte alles überlagert hat, im positiven Sinne für die SPD. Die SPD hat eigentlich seit langem nicht mehr so einen Landesvater gehabt, der populär ist über die Parteigrenzen hinweg. Wenn man mal manches Wahlplakat betrachtet hat, dann war da nur eine Aussage, Andreas Bovenschulte. Und ich hatte Gelegenheit, einige Ereignisse mit ihm zu begleiten. Und da waren einige Wähler, die sagten, normalerweise wähle ich Grün oder CDU. Diesmal überlege ich, Andreas Bovenschulte zu wählen. Frank Imhoff hat seine Rolle auch gut gespielt als Herausforderer, aber er konnte eben diese Wechselstimmung nicht erzeugen, weil dieser populäre Mann an der Spitze der SPD war, der dadurch auch einige Probleme kaschiert hat. Wir haben es eben in dem Beitrag gesehen, Bildung, ein Dauerbrenner, aber auch innere Sicherheit um den Bahnhof herum, fühlen sich die Leute nicht sicher, das ist uns immer wieder aufgefallen, das muss geändert werden, wer immer bald regiert. Und dann die Verkehrspolitik. Die Grünen haben sehr ambitionierte Pläne und Ziele, sie wollen eine autofreie Innenstadt und Maike Schäfer hat dadurch ein bisschen sich den Unmut der Autofahrer zugezogen, die oft im Stau standen. Und vielleicht zahlen die Grünen deswegen die Zeche, obwohl Maike Schäfer eigentlich auch eine sehr veritable Spitzenkandidatin war. Danke, Kai, für diese Eindrücke aus dem Wahlkampf. Danke. Und wir sind in unserer Wahlsendung natürlich wie immer bei den Parteien vertreten. Heute Abend und beginnen bei den Co-Regierungsparteien Grünen und Linken. Die Linke ist in den Ländern inzwischen seit Jahren auf der Verliererstraße. Zuletzt verlor sie in Berlin und flog dort aus der Regierung. Aus Bremen soll nun ein Hoffnungssignal kommen. Yves Fehring, vor allem wollen die Linken ja weiter mitregieren. Was rechnen Sie sich aus? Ja, ich sag mal so, Bettina, man ist hier relativ zuversichtlich. Es ist hier auch schon ordentlich voll. Die Linkspartei trifft sich bei einer Bremer Brauerei und das passt vielleicht auch ganz gut, denn mit Bierzapfen kennt sich die Spitzenkandidatin der Linkspartei bestens aus. Sie selbst war mal Kneipenbesitzerin. Mittlerweile hat sie sich aber als pragmatische Wirtschaftsinventorin längst hier in Bremen einen Namen gemacht und kommt, was viele kaum für möglich gehalten haben, auch bei vielen Unternehmen gut an. Ja, sie selbst würde den Job natürlich gerne behalten. Die Linkspartei hofft ja auf so ein zweistelliges knappes Ergebnis und natürlich auf eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot. Auch wenn Rückenwind der Bundespartei, wie Christina Vogt selbst sagt, anders aussieht. Dankeschön, Yves. Weiter gehen wir zu den Grünen, die beim letzten Mal mehr als 17% erreichten und dafür ein Superministerium erhielten. Klimaschutz, Umwelt, Verkehr, Wohnungsbau. Jetzt, 4 Jahre später, müssen die Grünen mit kräftigen Verlusten rechnen. Mehr als jede andere Partei. Linda Kirstan, wie ist die Stimmung? Die Stimmung, die ist gut. Noch, sagen sie hier im Schlachthof in Bremen. Die Erwartungen der Partei an sich selbst, die waren ja lange sehr, sehr hoch. Mehr als 17% nach der letzten Wahl. Und eigentlich sollten es heute Abend gern noch mehr werden. In den Umfragen lag die Partei zuletzt allerdings deutlich darunter. Aber es wird heute nicht um jeden einzelnen Prozentpunkt gehen, sondern auch um die gemeinsame Arbeit in der Regierung. Und da lief es nicht immer optimal für die Spitzenkandidatin Maike Schäfer. Hinzu kommt noch, dass die Grünen nach der letzten Wahl als Königsmacher der SPD in den Koalitionsvertrag mehr oder weniger hineindiktieren konnten und das hat nicht allen gefallen. Immerhin, Bürgermeister Bovenschulte lobte zuletzt die gute Zusammenarbeit zwischen den Parteien. Dankeschön, Linda. Ja, die Grünen waren es, die vor 4 Jahren dem Wahlverlierer SPD die Regierungsmacht sicherten. Als die Sozialdemokraten, wir haben es ja schon gehört, zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr stärkste Kraft an der Weser geworden waren. Eine historische Niederlage, die Bovenschulte jetzt wieder gut machen will. Matthias Kubica mit einem Blick auf das Rennen der Parteien und ihrer Spitzenleute im Lande Bremen. Vor 4 Jahren die CDU stärkste Kraft, Sensation an der Weser. Doch Bremen blieb links mit Rot-Grün-Rot. Andreas Bovenschulte will Bürgermeister bleiben. Dank üppigem Amtsbonus liegt die SPD knapp vorn. Die jetzige Koalition hat eine gute Arbeit gemacht. Aber wir gehen bewusst, wie jede andere Partei in Bremen auch,
nicht mit einer festen Koalitionsaussage in die Wahl. Für die CDU kämpft diesmal Frank Imhoff, Landwirt und Präsident der Bürgerschaft, für das Ende der SPD-Dauerregentschaft. Jede Serie bricht irgendwann und jetzt ist die Zeit gerade reif. Das merkt man in der Stimmung der Bevölkerung und deswegen wird das auch klappen. Die Grünen zuletzt in der Defensive und heute wohl schlechter als beim letzten Mal. Wir haben gut zusammengearbeitet, Hand in Hand zusammengearbeitet und haben trotz Pandemie, trotz Energiekrise als rot-grün-roter Senat auch viel bewegt. Auch die Linke hofft, die Macht nicht zu verlieren. Ja, wir wollen ja in der jetzigen Regierungskonstellation weiterarbeiten. Das hat auch damit was zu tun, dass wir ein paar Sachen sehr erfolgreich auf den Weg gebracht haben. Die FDP, traditionell schwach in Bremen, trotzdem mit Ansprüchen. Natürlich ist unser Ziel, dass wir auch Regierungsverantwortung übernehmen. Aber das kann ja nicht dazu führen, dass man sämtliche eigenen inhaltlichen Punkte über Bord wirft. Die Bürger in Wut, vielleicht zweistellig, weil die AfD nicht antreten darf. Wer eine konservative Politik wählt, unabhängig davon, was er vorher gewählt hat, ob CDU oder AfD, hat mit uns eine echte Alternative. Die Frage des Abends aber, Imhoff oder Bovenschulte, schwarz oder rot? Wer wird diesmal vorne liegen und für welches Bündnis wird es reichen? Die Frage, und die vertiefen wir jetzt, das Rennen an der Spitze SPD gegen CDU. Im Wahlkampf waren sie eher sanft miteinander und eine große Koalition hat durchaus ja auch eine Tradition in Bremen. Wenn es um den gewünschten Ministerpräsidenten geht, ist das Votum der Wähler, Matthias, allerdings ziemlich klar. Ja, so sieht's aus. Andreas Bovenschulte hat sich etabliert und geht mit einem kräftigen Amtsbonus ins Rennen. Das sehen wir hier. 60% der Wählerinnen und Wähler in Bremen wollen, dass er Regierungschef bleibt. Nur 23% wünschen sich einen Wechsel hin zu Frank Imhoff von der CDU. Der Vorsprung für den SPD-Kandidaten ist also wesentlich größer als vor 4 Jahren. Bovenschulte macht seine Sache gut. Das finden mehr als 3/4 der Befragten. Und wir sehen hier, dass die Anhänger aller Parteien diese positive Bewertung mehrheitlich teilen. Die Beliebtheit des Regierungschefs ist also ein Faktor hier bei der Wahl in Bremen. Dankeschön, Matthias. Dann schauen wir zu den Wahlreportern, gehen zur SPD und CDU und beginnen bei Ralf Schepanski, der den Wahlabend bei der CDU beobachtet. Ralf, die Formfragen sagen Rang 2 voraus. Rechnet man sich denn noch die Führung aus, wie vor 4 Jahren? Oder setzt die CDU jetzt gleich auf Platz? Nein, das sicher nicht. Wir sind gar nicht weit entfernt von euch. Hier einmal quer rüber über den Domshof in der Markthalle. Und hier überall am Rand steht hodenständig. Und das gilt in gewisser Weise auch für den Spitzenkandidaten Frank Imhoff, der immer Wert darauf gelegt hat, als Milchbauer sehr bodenständig zu sein und sehr bürgernah zu sein. Aber ganz scheint die CDU nicht darauf vertrauen zu wollen. Man hat ihm eine junge Frau an die Seite gestellt, 27, von der Klimaunion. Und das soll ganz sicher das Signal aussenden, wir können auch grün. 2 Ziele sind formuliert. Zum einen, wenn es irgend geht, doch wieder stärkste Kraft zu werden. Und zweitens, weil man hat das beim letzten Mal gesehen, das allein reicht nicht, man muss Partner gewinnen. Schon während des Wahlkampfs war man sehr hanseatisch höflich. Das wird auch nach 18 Uhr gelten, wenn man sich hier ins Spiel bringen will, als möglicher Koalitionskandidat, als möglicher Regierungspartner, wenn dann hier der Markt der Möglichkeiten eröffnet wird. Dankeschön, Ralf. Ja, und dann noch zur SPD, die heute den Sieg einfahren und natürlich weiter die Regierung stellen will. Christina von Ungarn-Sternberg, wie groß ist die Zuversicht, dass das auch gelingt? Bettina, die Zuversicht ist groß. Auch wir sind bei euch direkt um die Ecke in einer Kneipe hier in der Bremer Innenstadt, in der normalerweise relativ viel Alkohol getrunken wird. Und man muss sagen, dass die SPD sich in Bremen an 3 Sachen gewöhnt hat. Die eine ist, hier regieren große Männer. Henning Scherf, wir erinnern uns, 2,04 Meter. Der jetzige Spitzenkandidat um die 2 Meter. Das zweite ist, man regiert lange. Als Bremer Bürgermeister ist man auch mal so 10 oder 20 Jahre im Amt. Und das dritte ist, man regiert überhaupt. Ihr habt es gesagt, seit 1945 ist Bremen SPD regiert. Und man hofft, dass das heute Abend auch so bleibt. Dankeschön, Christina. Bis später. Ja, und zurück im Wahlstudio. Wir haben noch 1,5 Minuten bis zur 18 Uhr Prognose. Wenn Sie was hören, sind das möglicherweise hier die Glocken, das 18 Uhr Geläut beim Dom. Also
Das ist unsere tonliche Kulisse sozusagen für den heutigen Abend. Professor Karl-Rudolf Korte ist wie immer bei uns. Ja, guten Abend. Professor Korte, Bremen, das kleinste Bundesland, eher schon eine Bürgermeisterwahl, könnte man sagen. Hält diese Wahl trotzdem Botschaften bereit, auch über Bremen hinaus, für Berlin? Auf jeden Fall. Es sind Bundesbürgermeisterthemen, die hier ausprobiert werden im Sinne der Mobilisierung. Wie kommen Themen an? Es geht immer bei Wahlen um Machtprofile, also die Vermessung der Berliner Republik erfolgt hier. Und vor allem, wie ab morgen die Koalition in Berlin zusammenarbeitet. Mehr zusammen oder weniger zusammen. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf die BIW, die Bürger in Wut. Die sind eigentlich, vermutlich erwartet man, Profiteure, dass die AfD hier nicht ordentliche Listen aufgestellt hat. Ja, Profiteure der Angst im Prinzip. Protest drückt man dadurch aus, dass man zu Hause bleibt, nicht wählt oder solche Parteien wählt. Insofern ist das klassische Unmutsaufsaugerei und das werden wir vermutlich auch erleben. Vielen Dank, Professor Korte. Wir reden später natürlich weiter und schauen jetzt auf die Uhr, denn wir haben noch 20 Sekunden bis zur Prognose der Forschungsgruppe Wahlen. Wer wird an der Spitze sein? Beim letzten Mal war es die CDU. Jetzt will die SPD das wieder gut machen und will hier weiter regieren mit der Regierung von Rot-Grün-Rot. Oder kommt es anders? Wir werden es sehen in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen für das Land Bremen. CDU 24,5, leichte Verluste. SPD 30, deutliche Gewinne. Grüne 12, deutliche Verluste. Linke 11, ähnlich wie beim letzten Mal. FDP 5 mit leichten Verlusten und wirklich unklar, ob sie über diese 5%-Hürde am Ende kommt. BIW, die Bürger in Wut, 10,5, sehr deutliche Gewinne. Andere 7, so, das ist die Prognose. Und was bedeutet das jetzt für die Sitzverteilung und für mögliche Koalitionen, Matthias? Genau das schauen wir uns jetzt an. Die Sitzverteilung in der bremischen Bürgerschaft, 87 Sitze insgesamt, 72 aus Bremen, 15 aus Bremerhaven. Und wir schauen mal, wie sich das nach der Prognose 18 Uhr auf die Parteien verteilen würde. Die CDU käme auf 23 Sitze, die SPD auf 28, Grüne 11, Linke 10, die FDP 5 sehr knapp an der 5%-Grenze. Es zählt in den beiden Wahlbezirken Bremen und Bremerhaven jeweils eine 5%-Grenze. Derzeit ist die FDP in beiden drüber. Die BEW-Bürger in Wut bei 10%. Was hieße das fürs Regieren hier in Bremen? Wir sehen hier die amtierende Dreierregierung SPD, Grüne und Linke. Die 44 Sitzelinie markiert die absolute Mehrheit. Und das sehen wir hier, schaffen die locker. SPD und CDU, eine hier in der Tat noch recht große Koalition, käme auf 51 Sitze noch deutlicher drüber. Und wenn denn die FDP drin wäre, dann ginge auch eine Ampel ganz knapp mit eben diesen 44 Sitzen, die man mindestens bräuchte. Ja, vielen Dank. Heißt auch, der SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat die Wahl. Er kann auf deutliche Gewinne verweisen und schafft auch das, was beim letzten Mal schiefging für die SPD, nämlich wieder stärkste Kraft zu sein. Und deshalb gehen wir jetzt direkt zur SPD und nehmen da noch mal die Stimmung auf. Christina von Ungarn-Sternberg. Ja, das hat Freude bereitet, vermutlich. Das hat große Freude bereitet, Bettina, und zwar von Anfang an. Der Jubel brach schon aus, als man die CDU-Zahlen hier gesehen hat. Und er wurde dann noch größer, als man die eigenen Zahlen gesehen hat. 30%, ein großer Abstand zur CDU. Da war hier großer Jubel und so ist man hier in Feierlaune bei der SPD. Es hat sich ausgezahlt, auf Bovi zu setzen, wie sie ihn hier nennen. Bovi Power, Bovi rockt. Das war das Motto dieses Wahlkampfs. Und man sagt, hier Bremen ist so viel besser. Man hat Corona besser gemeistert als andere Bundesländer. Eine Impfquote von über 90%. Wirtschaftswachstum ist besser als in anderen Bundesländern im letzten Jahr nach Corona. Also man sagt, wir haben auch gute Erfolge hier verzeichnet. Und das ist auch das Verdienst der SPD. Das feiert man heute Abend. Und jetzt muss man gucken, mit wem man in die Koalition geht. Genau, das wird die spannende Frage. Vielen Dank, Christina, für die ersten Eindrücke. Die CDU mit leichten Verlusten, gut 2, im Moment Prozentpunkte 24,5. Ja, man hätte sich sicherlich gewünscht, auch wieder die Nase vorn zu haben. Das hat jetzt nicht geklappt, Ralf.
Nein, und das ist schon eindeutig. Die CDU in Bremen ist Kummer gewohnt und dieser Tag reiht sich da auch wieder ein. Und als vorhin die Zahlen kamen, wir sehen jetzt gleich die Bilder, da war dann schon auch klar, das ist Enttäuschung und das hatte man sich anders vorgestellt. Als der Balken der SPD hochging, war das Zähneknirschen noch lauter. Als dann aber das relativ schlechte Ergebnis der Grünen zu sehen und zu hören war, da brauste so etwas wie Applaus auf, wie wir jetzt hier hören. Das war also sozusagen nur noch der Galgenhumor. Andere hat es noch schärfer getroffen. Das war sozusagen das einzige Momentum hier auf Seiten der CDU, was für einen gelungenen Abend spricht. Ansonsten ist jetzt hier erstmal die Stimmung nicht mehr so toll. Es geht jetzt darum zu überlegen, was kann man machen? Kann man sich als Juniorpartner der SPD anbieten? Das wäre eine Möglichkeit. Die Grünen hatten nach der letzten Wahl, als die CDU stärkste Kraft war, den Preis ziemlich hochgetrieben für eine Koalition mit der SPD. Es könnte also gut sein, wenn die CDU jetzt als möglicher Koalitionspartner mitspielt, dass die Preise fallen. Das wird also eine Erkenntnis des heutigen Abends sein. Dankeschön, Ralf. Ja, und da können wir manches schon von weitergeben, denn wir haben einen Gesprächspartner aus bundespolitischer Sicht. Ich begrüße herzlich in Berlin Carsten Linnemann, stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender. Schönen guten Abend. Ja, also die CDU verliert ein bisschen. Vor allem kann sie die Position als stärkste Kraft nicht behaupten. Wie enttäuscht sind Sie und warum ist das so? 25% in einer Großstadt als CDU, das ist schon ein gutes Ergebnis. Aber Sie haben recht, Frau Schausten, die CDU wollte die Wahl gewinnen. Das ist offenkundig nicht passiert und deswegen Glückwunsch an Herrn Bovenschulte. Seine Person hat herausragende Glaubwürdigkeitswerte und er hat in seiner Person diese Wahl gewonnen und deswegen Glückwunsch aus Berlin. Es würde nach dieser Prognose jetzt reichen für eine Fortsetzung der rot-grün-roten Regierung. Sie gratulieren, Herrn Bovenschulte. Raten Sie Ihrem Bremer Landesverband gleichwohl, jetzt sich als Juniorpartner zur Verfügung zu stellen für eine große Koalition? Denn die CDU will ja etwas verändern in Bremen. Ich rate gar nichts. Ich habe immer damit Probleme gehabt, wenn andere, die nichts mit dem Bundesland zu tun haben, von oben gesagt haben, wie man sich zu benehmen hat oder mit wem man koalieren muss. Das muss die Bremer CDU entscheiden, wie sie mit dem Ergebnis umgeht. Aber eins ist klar, so wie es in Bremen aussieht, ich war auch dort im Wahlkampf, im Bildungsbereich letzter, Verschuldung pro Kopf letzter, Sicherheit, Schlusslicht, bei den ganz herausragenden Punkten, selbst bei der Arbeitslosigkeit, ganz unten im Tabellenkeller. Also ich finde, so kann man nicht weitermachen mit so einer Konstellation. Natürlich muss das Herr Bovenschulte entscheiden, aber ich finde, es braucht einen Neustart für Bremen und dieser Verantwortung sollte er nachkommen. Und dann höre ich da doch so einen gewissen Rat durch. Herr Linnemann, was ziehen Sie für eine Botschaft aus diesem Prognoseergebnis? Ist es im Moment noch auch für den Bund? Stellen Sie fest, dass der Bundesvorsitzende Friedrich Merz offenbar nun auch nicht automatisch so etwas wie einen Merz-Faktor entfaltet? Nein, das ist ja ein ziemlich kleines Bundesland, aber natürlich... Was mich besorgt ist, dass es auf Anhieb einen zweistelligen, dass die Protestpartei Bürger in Wut sofort auf einen zweistelligen Punkt kommen, Ergebnis kommen. Das finde ich bedenkenswert für die etablierten Parteien. Da müssen wir höllisch aufpassen. Deswegen ist es zentral für die CDU, dass wir jetzt in einem neuen Programmprozess uns klarer als in der Vergangenheit zu den Themen äußern und zwar zu allen Themen, keine außen vor lassen. Ich glaube, die Menschen haben eine Sehnsucht nach klarer Sprache, auch von etablierten großen Volksparteien und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. Sagt Carsten Linnemann, der stellvertretende Bundesvorsitzende. Herzlichen Dank nach Berlin. So, und wir können gleich weitergehen zur SPD und zu Kevin Kühnert, dem Generalsekretär. Herr Kühnert, die letzte Wahl auf Landesebene war im Februar in Berlin. Da haben wir auch gesprochen und Sie hatten einen schlechten Abend, weil die SPD den Spitzenplatz abgeben musste. Jetzt hier in Bremen hat sie den heute Abend zurückerobert. Wie dankbar sind Sie, Andreas Bovenschulte? Ja, so wie ich Ihnen nach der Berlin-Wahl ehrlich geantwortet habe, mache ich das auch heute. Wir sind sehr froh über dieses Wahlergebnis und ich war viel im Wahlkampf vor Ort. Ich glaube, es ist auch ein gerechtfertigtes Wahlergebnis. Man hat wirklich in vielen Gesprächen merken können, dass ganz viele Menschen in Bremen und Bremerhaven ein großes Vertrauen in Andreas Bovenschulte und eben in die SPD im Land Bremen haben, die einfach nah an den Themen dort sind, an der Stärkung des Industriestandortes, am sozialen Ausgleich. Bremen ist kein reiches Bundesland,
Land und will natürlich trotzdem auch Klimaziele und anderes mehr schaffen. Und da ist die SPD einfach in Bremen und Bremerhaven am Puls gewesen. Und ja, die Beliebtheitswerte von Andreas Bovenschulte sind sicherlich nicht schädlich für diesen Wahlabend gewesen. Rot-Grün-Rot in Bremen, R2G, wie man dieses Bündnis gerne nennt, ist ja nach dem Aus in Berlin jetzt nur noch in Bremen eine Option. Das ist es aber weiterhin. Sie werden auch keine Empfehlungen aussprechen. Aber erwarten Sie, dass es zur Fortsetzung kommt? Na, wenn ich mir das Ergebnis oder das, wie es sich abzeichnet, anschaue, dann darf man ja erstmal festhalten, wir haben satt zugewonnen, wir sind stärkste Kraft. Und gegen die SPD kann in Bremen keine Regierung gebildet werden. Es sind unterschiedliche Mehrheiten möglich. Und es ist jetzt, wie immer bei Landtagswahlen, bei unseren Parteifreunden vor Ort zu entscheiden, wie sie verhandeln, um das Beste aus unserem Programm rauszuholen. Da werden wir keine Ratschläge hier aus dem Willy-Brandt-Haus geben, sondern das wissen die vor Ort am besten, wie sie sich da verhalten werden. Herr Kühnert, gucken wir noch mal einen Moment auf die Koalitionspartner im Bund, wie die in Bremen hier abgeschnitten haben. Grünen mit deutlichen Verlusten offenbar, FDP noch nicht klar, ob sie es in die Bürgerschaft wirklich schaffen wird. Vielleicht mit einem Sitz über Bremerhaven. Was sagt Ihnen das für als Botschaft auch für die Ampelregierung im Bund? Ich glaube, da sollte man jetzt nicht zu viel reingeheimnissen an diesem Wahlabend. Es ist einfach so, es sind schwierige Zeiten. Die Bundesregierung muss andauernd Entscheidungen von großer Tragweite treffen. Es sind viele auch verteilungspolitische Fragen, die öffentlich diskutiert werden, die ganz sensibel sind. Und wir freuen uns, da bitte ich um Verständnis, da gucken wir ganz auf uns selbst. Wir freuen uns einfach, dass eben in einem Bundesland, was nicht zu den Allerreichsten gehört, dass wir dort heute einen klaren politischen Auftrag bekommen haben. Das ist in Zeiten, in denen über die Bezahlbarkeit von Wandelprozessen, Stichwort Heizung und anderes gesprochen wird, ein wichtiger Hinweis für uns in der Sozialdemokratie, dass wir mit unserem Ausgleich zwischen Klimazielen und der Bezahlbarkeit des Alltags, dass wir da auf einem guten Pfad sind. Und dafür steht eben auch Andreas Bovenschulte. So gesehen kann Olaf Scholz von Andreas Bovenschulte noch was lernen? Ich glaube, er muss jetzt nichts lernen von ihm, aber wir freuen uns einfach, ihn in unseren Reihen zu haben. Und es ist ja auch ganz wichtig, ein weiteres starkes sozialdemokratisch regiertes Land im Bundesrat hinter uns zu haben. Fortschrittspolitik der Ampel in Berlin setzt eben auch einen Rückhalt in den Ländern voraus. Da ist Andreas Bovenschulte ganz wichtig. Er hat zum Beispiel rund um das Thema Übergewinnsteuer für Unternehmen im letzten Jahr eine wichtige Debatte angestoßen und die auch ins Ziel bringen können. Und insofern ist er ein Impulsgeber für die ganze Sozialdemokratie und ich erhoffe mir weitere Impulse dieser Art von ihm. Wir brauchen sowas. Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär. Vielen Dank nach Berlin. Ich danke Ihnen. Jetzt schauen wir hier ins Land Bremen. Die Linke hat ähnlich abgeschnitten wie beim letzten Mal, 11%. Und das ist schon eine Nachricht, denn die Linke war bei den letzten Landtagswahlen wirklich immer mit Verlusten unterwegs. So, deshalb ist interessant, die Stimme der linken Wirtschaftssenatorin hier in Berlin zu hören bei Efering. Ja, Bettina, neben mir steht nun die Spitzenkandidatin der Linkspartei, Christina Vogt. Frau Vogt, der Jubel war eben groß. Wie bewerten Sie die ersten Zahlen? Setzen Sie nun auf eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot? Naja, wir sind natürlich wahnsinnig froh. Wir haben immer wieder gespiegelt bekommen, dass wir einen tollen Job in der Regierung gemacht haben, haben aber natürlich nicht den Rückendeckung so aus der Bundespartei gehabt, wie wir ihn gerne gehabt hätten und haben auch ein bisschen darunter gelitten, dass die Grünen in der Regierung sehr umstritten waren. Insofern freuen wir uns wahnsinnig über das Ergebnis, wenn es denn ein Ergebnis ist, muss man sagen. Es ist ja nur eine Prognose und hoffen, dass wir unsere Arbeit in dieser Regierung weiter fortsetzen können. Ja, vielen Dank, Frau Vogt. Und damit zurück zu dir ins Wahlstudio, Bettina. Ja, herzlichen Dank. Und jetzt höre ich, ist der CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff schon vor seine Anhänger getreten. Da hören wir rein. Die Musik geht aus. Hallo Leute, moin Bremen. Wahnsinn, hier vor so einer Kulisse zu stehen zu dürfen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Stück weit stolz. Ich sage euch, warum ich stolz bin. Ich möchte nämlich erstmal danken. Ich möchte euch danken, weil ich so stolz auf euch bin, auf unsere Partei bin. Ey, ihr habt so einen tollen Wahlkampf gemacht. Ihr habt so dermaßen den Wahlkampf gerockt. An jeder Ecke habe ich euch gesehen. Es war egal, ob es am Sonntag war, ob es am Samstagnachmittag war, nach Feierabend,
vor der Arbeit, nach der Arbeit, egal. Ich habe euch alle auf den Straßen gesehen. Ihr habt alle zusammen mit mir und mit Wiebke zusammengelaufen. Und ihr habt was alles gegeben hier für uns und unser Bundesland. Und deswegen ein ganz, ganz fettes Dankeschön an euch. Die CDU ist toll. Dankeschön. Und das zweite Dankeschön, was ich hier wirklich loswerden muss, ist wirklich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem CDU-Haus. Das muss man wirklich sagen. Die haben wirklich viel, viel geleistet die Tage. Unter anderem auch, ja, unter anderem nicht zu vergessen, Claudia Grabowski, Dirk Hoffmann, Tobias Henze natürlich. Und wo ist Finja? Finja, wo ist Finja? Finja, wink einmal. Finja hat mich überall begleitet, ey, das war mein Schatten. Ey, ganz, ganz klasse. Ein Riesenapplaus für Finja und für alle anderen, die das mitgerockt haben. Das gehört auch zu Wahlabenden dazu. Der Dank natürlich an die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Frank Imhoff war das, der CDU-Spitzenkandidat, der offenkundig den zweiten Platz ganz gut verkraftet. Jedenfalls ist er guten Mutes. Das war interessant zu sehen. Und wir hören jetzt, dass auch der Wahlsieger des Abends, Andreas Bovenschulte, schon rausgekommen ist und zu seinen Anhängerinnen und Anhängern spricht. Liebe Genossinnen und Genossen, was für ein Tag, was für ein Ergebnis. Wir haben einen harten Wahlkampf gemeinsam gefochten und es hat sich gelohnt. Die SPD in Bremen zurück, die Nummer eins in Bremen, das sind wir. Und ich möchte mich natürlich bei all denjenigen bedanken, die uns heute mit ihrer Stimme unterstützt haben und die dieses grandiose Ergebnis möglich gemacht haben. Wenn es nicht so viele Bürgerinnen und Bürger geben würde, die sagen würden, die Politik der SPD, die ist gut für Bremen und Bremerhaven, weil wir für starke Wirtschaft und gute Arbeit stehen, weil wir für ein Gemeinwesen stehen, das sozial zusammenhält, weil wir das ganze Land und alle Menschen im Blick haben und nicht irgendwelche Partikularinteressen in den Mittelpunkt stehen. Deshalb freut es mich so sehr, dass uns so viele Menschen heute mit ihrer Stimme unterstützt haben. Und ich sage all diesen ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, der Wahlgewinner Andreas Bovenschulte, der SPD-Bürgermeister, der jetzt die Wahl hat, weiter mit Grünen und Linken oder Große Koalition. Vor 4 Jahren waren es die Grünen, die ihm ins Amt halfen. Jetzt schauen wir noch mal schnell zu den Grünen, die ja auch mit Verlusten rechnen müssen. Gemäß der Prognose rund 5% ging es bergab. Ja, Linda, das hat schlechte Stimmung gemacht. Ja, diese Zahlen sind wirklich ein herber Schlag für die Grünen. Sie bleiben damit wirklich weit unter ihren eigenen Erwartungen zurück. Und das hat wirklich viele hier mitgenommen. Das sah man auch an den Reaktionen hier kurz nach 18 Uhr. Da gab es versteinerte Mienen, kaum Applaus und das gefühlt minutenlang. Und den ersten Applaus, den gab es eigentlich erst, als hier auf dem Bildschirm die Sitzverteilung gezeigt wurde. Und das zeigt einmal mehr die Hoffnung der Grünen, die ihnen heute Abend noch bleibt. Nämlich, dass Andreas Bovenschulte auf ein Weiter-so nach der Wahl setzt. Dankeschön, Linda, für die Eindrücke. Und das können wir jetzt vertiefen mit Omid Nuripur, dem grünen Bundesvorsitzenden, den ich hier bei mir im Studio begrüße. Ja, Herr Nuripur, die Grünen verlieren deutlich und ehrlich gesagt auch erstmals seit Jahren, wenn man so auf die Landtagswahlergebnisse der letzten Jahre guckt, in dem sie sehr erfolgsgewöhnt waren. Was ist Ihre Erklärung? Wir haben als erstes natürlich Andreas Bovenschulte zu gratulieren. Da heißt heute der Wahlgewinner, wenn die Ergebnisse so bleiben. Es ist ein enttäuschendes Ergebnis für uns, kein schöner Abend. Und wir haben sicher auch keinen Rückenwind gegeben von der Bundesebene aus. Es gab sicher auch Gründe hier in Bremen und die werden wir zusammen die nächsten Tage analysieren. Mhm. Sie haben gesagt, kein Rückenwind aus Berlin. Ist das so gesehen auch eine Quittung für Robert Habeck? Nein, es ist ein deutlich, dass der Bundestrend gerade nicht jetzt immer weiter steigt bei uns. Wir sind von den Ampelparteien die eine, die immer noch deutlich über dem Wahlergebnis 2021 ist. Und dennoch ist der Trend
jetzt nicht zwingend so, dass man jetzt euphorisiert ist. Und dementsprechend ist der Sockel klar, dass er niedriger ist als bei den letzten Landtagswahlen. Gleichzeitig ist Bremen eigentlich immer über dem Bundestrend gewesen. Das ist diesmal nicht der Fall. Das werden wir uns zusammen anschauen. Mhm. Zeigt sich da womöglich ein Muster, wenn Sie sagen, Sie wollen das jetzt analysieren, dass nämlich der Eindruck entsteht, dass die Grünen Politik machen, nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern, sondern eher gegen die Bürgerinnen und Bürger. Die Spitzenkandidatin hier hat ja auch berichtet, dass sie im Wahltag immer auf das Heizungsgesetz angesprochen worden ist. Es ist notwendig, einfach sich anzuschauen, warum dieses Land nicht krisenfest ist. Und es ist nicht krisenfest, weil ganz viele Entscheidungen nicht getroffen worden sind. Und dementsprechend muss man natürlich auch Dinge ändern in diesem Land. Wir müssen schauen, was wir falsch gemacht haben. Es ist in erster Linie auch ein Tag von Demut für uns Grüne und wir müssen uns anschauen, was wir besser machen können. Aber was keine Option ist, ist, dass wir uns nur noch von Umfragen leiten lassen und in die Büsche schlagen und uns sagen, jetzt werden wir keine Entscheidungen mehr treffen, keine Änderungen mehr anschieben. Dafür sind die Herausforderungen auch zu groß, vor denen dieses Land steht. Jetzt sind es aber keine Umfragen, sondern natürlich Wahlergebnisse, also tatsächlich auch eine Reaktion und ein Votum der Bürgerinnen und Bürger. Haben Sie einkalkuliert, dass die Höhenflüge der Grünen vorbei sind? Es ist mehr als selbstverständlich, dass es auch Rückschläge gibt und dass wir gerade in der Regierungszeit, wo man sehr viele Entscheidungen trifft, die nicht alle populär sein müssen, aber wo man natürlich schauen muss, dass man die Leute auch mitnimmt, dass man da jetzt nicht immer nur Herzen einsammelt, das ist klar und das wussten wir vorher. Wenn ich jetzt für die Bundesebene das sagen darf, wir sind eigentlich gut im Soll. Es ist dringend notwendig, dass wir natürlich immer wieder auch nachsteuern. Und unsere Leute in Bremen haben sich wirklich reingeschmissen. Die haben echt einen super Wahlkampf gemacht. Und wir werden uns nachher und später miteinander zusammensetzen und überlegen, woran es gelegen hat. Können die den Anspruch erheben, hier weiter mitregieren zu wollen, als große Verlierer des Abends? Die Entscheidung liegt beim Wahlgewinner, das ist Andreas Bovenschulte und die Sozialdemokratie. Wir sind bereit, bei den Verantwortung zu übernehmen, weil wir glauben, dass das Bremen und Bremerhaven gut tut. Und weil wir ja sehen, dass große Koalitionen in erster Linie in so einem Buddha-Modus von Nichtentscheidungen immer wieder sofort verfallen. Und der Auftakt der letzten großen Koalition in Berlin war jetzt nicht unbedingt eine Einladung, dass man findet, dass das was Gutes. Umid Nuripo, vielen Dank, der grünen Bundesvorsitzende, hier für den Besuch im Studio. Dankeschön. So, und wir schauen jetzt noch mal auf die Bürger in Wut. Eine Vereinigung hier in Bremen und Bremerhaven. Die AfD war nicht angetreten, weil sie keine ordentlichen Wahllisten eingereicht hatten. Und jetzt konnten die Bürger in Wut ganz offensichtlich da auch Protestpotenzial abschöpfen. Matthias, da haben wir interessante Daten. So sieht das aus. Die Bürger in Wut haben die höchsten Zugewinne. So sieht es im Moment aus. Woran liegt das? Die Forschungsgruppe Wahlen hat an etwa 120 Wahllokalen in Bremen und Bremerhaven Interviews geführt. Und aus den Daten, die so gewonnen wurden, kann man Folgendes sagen. Von denen, die heute die Bürger in Wut gewählt haben, haben vor 4 Jahren noch 16% CDU gewählt. In absoluten Zahlen sind das etwa 4000 Wählerinnen und Wähler. Und der dickste Brocken erwartungsgemäß, wer heute BIW gewählt hat, hat vor 4 Jahren AfD gewählt. 32% oder etwa 9000 Stimmen. So viel dazu. Ja, das ist schon interessant. Vielen Dank, Matthias. Denn die CDU hätte natürlich, nachdem die AfD nicht antritt, eigentlich den Versuch unternehmen müssen, hier mehr abzuschöpfen, was jetzt zu den Bürgern in Wut gegangen ist. Auch zur FDP hätten natürlich manche gehen können. Wir schauen jetzt noch mal auf die FDP, die zittern muss, ob sie tatsächlich hier über die 5%-Hürde kommt. Ich höre gerade, dass dort der Gesprächspartner bei der FDP noch nicht bereitsteht. Deshalb vertiefen wir das jetzt mal bei der BIW, den Bürgern in Wut. Und Kai Niklasch hat den Spitzenkandidaten getroffen. Herr Timke von der Wählervereinigung Bürger in Wut. 10,5%. Wie erklären Sie sich den Wahlerfolg? Nun, der ist einerseits zu erklären, weil wir jahrelang gute Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung und in der Bürgerschaft gemacht haben. Die Menschen wissen also, wenn sie Bürger in Wut wählen, was sie dann bekommen. Und dann ist natürlich eine hohe Unzufriedenheit hier in dieser Stadt zu spüren. Stichwort Kriminalitätsbekämpfung, die nicht richtig läuft. Stichwort Schulbildung. Wir sind auf dem letzten Platz hier bei den ganzen PISA-Studien. Und das schlägt sich im Wahlergebnis natürlich wieder. Haben Sie auch davon profitiert, dass die AfD hier nicht zugelassen wurde? Also genaue Zahlen haben wir nicht, aber 50% der Wähler, die wir offenbar für uns gewinnen konnten, haben vorher nicht AfD gewählt. Und das wird der
heute Abend spannend sein, woher diese Wähler kommen, ob sie von der CDU kommen, von der SPD. Ich glaube, dass sehr viele von der CDU kommen, die mit dem Linkskurs der CDU eben nicht mehr einverstanden waren. Waren Sie Sammelbecken für Protestwähler? Wir waren Sammelbecken für Unzufriedene, das ist richtig. Ob das nun alles Protestwähler sind, da kann man ja auch nochmal unterscheiden. Aber grundsätzlich sind wir eine konservative Wählervereinigung. Und ich glaube, wir haben ganz viele Konservative für uns gewinnen können, die eben nicht mehr mit der CDU zufrieden waren. Das war Jan Timke von der Wählervereinigung Bürger in Wut. Schönen Dank. Danke. Dankeschön, Kai Niklas. Ja, wir sehen, Bremen ist etwas Besonderes. Das kleinste deutsche Bundesland mit Bremerhaven, ein Zwei-Städte-Staat und eines, das sich ein anspruchsvolles Wahlverfahren gegeben hat. Es darf hier kumuliert und panaschiert werden. Deshalb dauert es mit der Auszahlung übrigens. Vorerst hat die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen Geltung, die zum Glück ja immer sehr exakt ist. Deshalb schauen wir jetzt mal ausführlicher auf Bremen und seine Menschen, auf ihr Lebensgefühl und ihre Erwartungen. Bremen ist ein Land der Gegensätze und so heißt die nun folgende Reportage auch zwischen Hafen, Harz und Hanse. Schauen wir mal. Spielt Ihre Musik in Bremen oder anderswo? Sie möchte von hier zu den Sternen. Er aus Bremerhaven nicht weg. Seine Immobilien sollen die Hansestadt prägen. Und er packt lieber an, als große Sprüche zu klopfen. Schichtbeginn für Dennis Kastens im Bremer Schwergutshafen. Er ist gleich als Kranführer eingeplant. Das gleiche Teil, was vorne an der Querkür schon liegt, ne? Die flachen Dinger. So was ist das. Ja. Wir hängen das Geschirr ein, da kommt jetzt noch das Teil zwischen, dann noch mal vier Schlingen nach unten und dann wird ein Walzenständer entladen. Großes, schweres, flaches Ding für irgendeine Firma. Dennis Kastens ist einer von 500 Beschäftigten hier. Früher waren es dreimal so viele. Das war vor seiner Zeit. Seit 8 Jahren arbeitet er im Hafen. Schön, du hast genug getan heute. Zählt halt, ob du was kannst oder nicht. Du ist nicht so wichtig, was drumherum ist, wie du aussiehst, was du sonst so machst. Hier zählt deine Arbeitsleistung und danach wirst du auch beurteilt. Dennis Kastens hat sich hochgearbeitet. Vom Lagerlogistiker zum Schichtleiter. Der 30-Jährige kann so gut wie jede Maschine im Hafen bedienen. Jawohl. Ich bin hier eigentlich irgendwie so reingeraten. Mittlerweile würde ich nicht mehr tauschen wollen. Fällt mir gut. Gerade das Arbeitsklima. Ja, also unerhoffter Traumjob sozusagen. So, jetzt ist zum Beispiel der Punkt, die müssen da unten erst noch vorbereiten, bis ich tiefer kommen kann und das Ding anhängen kann. Jetzt kann ich die Aussicht genießen. Nicht der schlechteste Job, ne? Er weiß auch, wie es ist, unten mit anzupacken. An Wochenenden oder in der Nacht. Oft ist das schon ein harter Job, ja. Es gibt ja kein Wetter, wo nicht gearbeitet wird. So Wind und Wetter, immer draußen, viel schwere Gerätschaft und schweres Geschirr, schwere Ladung. Das Interessante am Stück Gut, man sieht, was am Haken ist. Alles Mögliche schon dabei gewesen. Und regelmäßig sogar Teile für die Ariane-Rakete. Die werden immer hinten, wir haben da so einen Schwimmponton, da legt das Schiff rückwärts an, macht eine Rampe runter und wird dann von hinten beladen, da wird reingefahren. Das sind Teile für die Raumfähre, ne? Das ist schon nicht alltäglich. Bremen. Nicht nur Hafenstadt, sondern auch City of Science. Wissenschaftsstandort. Raumfahrtunternehmen produzieren hier mitten in der Stadt. Also wenn ich hier reingehe, dann denke ich, wow, die Satelliten zu sehen. Und die sind auch echt riesig. Also wenn man denkt, dass das am Ende so hoch kommt mit der Rakete und allem und dann da oben tatsächlich fliegt. Ich finde es einfach beeindruckend. Diese Halle ist ein Reinraum, höchste Hygienestufe. Hier werden Wettersatelliten gebaut. Preis pro Stück
250 Millionen Euro. Emma Maurer macht mit gut 30 anderen ein duales Studium im Unternehmen. Wenn sie nicht in der Hochschule ist, lernt sie hier. Ihr wisst ja, bevor wir wirklich an den Satelliten ran dürfen, müsst ihr ein gewisses Steckertraining absolvieren. Weil wir haben hier einfach Stecker, die haben 104 kleine Pins, die sehr, sehr schnell verbogen werden können und kaputt gehen. Wisst ihr noch, worauf man alles achten muss? Also nicht am Kabel ziehen, sondern am Stecker und nicht rütteln. Genau. Ja, ich kann sonst anfangen. Aber ein verbogener Pin kann richtig teuer werden. Kein Wunder, dass sie erst am Modell trainieren müssen. Emma Maurer macht das gerne. Seit der Oberstufe interessiert sich die 21-Jährige für Raumfahrt. Ui. Genau. Das hat schon mal gut geklappt. Also ich komme ja aus der Nähe von Bremen, deswegen war mir Bremen wohl geläufig. Und die Auswahl an Arbeitgebern im Bereich der Raumfahrt ist ja nun auch nicht besonders groß. Aber ich habe mich dann hier für OHB in Bremen beworben. Also ich bin sehr glücklich hier. Lehe in Bremerhaven gilt als Armenhaus des Bundeslandes. Die Arbeitslosenquote seit Jahren über 30%. Wenig Möglichkeiten für die Kinder. Deswegen ist er einmal in der Woche für sie da. iTouch Alsancak bietet hier Boxtraining an. Jungs, 15 Uhr Training, ne? Nicht vergessen. Ne? Die Teilnahme kostet kein Geld, sondern vollen körperlichen Einsatz. Du, los! Alles, ihr bleibt! Serie! Los! Serie! Hauen! Du auch! Ihr vier! Das Angebot nennt sich Hood-Training. Erfunden in Bremen für benachteiligte Stadtviertel. Inzwischen gibt es das auch in Berlin und München. Hoch! Ihr runter! Los, ihr geht runter! 2 Stunden Sozialarbeit. Mit Schweiß, Herz und klaren Ansagen. Alles klar? Wisst ihr, was es heißt, dass ihr hier seid und trainiert? Das ist was Heftiges, weil das ist Kampfsport. Ich will euch versuchen, die Philosophie vom Kampfsport beizubringen, was es heißt, ein Kampfsport zu sein. Wenn ich zum Beispiel höre, dass sich draußen jemand hier kloppt, von meinen Jungs, raus. Das toleriere ich nicht, das will ich nicht. Mach mal nochmal. Aytaç Alsancak hat keine Ausbildung, die Schule abgebrochen. Aber das stört die Kids nicht. Der 12-jährige Abdel Rahim kommt regelmäßig. Der streitet uns zwar an, ja, aber meint es ja nett. Endeffekt. Lass deine Deckung nicht fallen. Okay, wieder zurück zum Kind. Nicht fallen lassen. Zack, zack. Ja, und weiter. Und beweg dich mal ein bisschen hin und her. Okay, Hood-Training soll Selbstvertrauen geben und Disziplin. Ich baue ja selber Scheiße, um ehrlich zu sein. Ich bin ja nicht der Nette. Also ich bin manchmal nett, ja, aber ich baue auch viel Scheiße. Ich baue Scheiße und im Nachhinein, also nachher, dann bereue ich es. Am Boxen hilft dir das? Ja, schon eigentlich. Wenn man Kampfsportler ist, wird man ruhiger, weil dann, du hattest einen scheiß Arbeitstag oder zum Beispiel so, dann gehst du, ziehst deine Boxhandschuhe an, dann haust du im Sandsack und so, dann denkst du so, ey, wo habe ich denn Probleme? Also, versteht ihr, was ich meine? Aber ich muss weitermachen, ich muss mir auch die Augen fassen. Okay, Jungs! Armes Bremen? Das Bundesland hat auch Geld, Unternehmer und Bauprojekte. Wie dieses große Geschäftsgebäude. Vor 7 Jahren geplant, nun fast fertig. Mein halbes Leben steht hier drin. Ich meine, wir haben schon dutzend Mal über die Pläne auch gehangen. Und dann hier nochmal optimiert, da nochmal optimiert, dieses, jenes nochmal verändert. Marco Bremermann ist Immobilieninvestor. Familienunternehmen, 3. Generation. In dieses Gebäude sollen Geschäfte und Büros. Wir sind in einer der besten Lagen der Hansestadt Bremen natürlich. Und das ist einer der wenigen Neubauten der Bremer Innenstadt. Es sind hier 7.500 Quadratmeter, die realisiert werden, plus 2 Tiefgaragengeschosse. Und welche Größenordnung ist das hier? Verglichen mit den anderen, das ist so das mittlere Segment, was wir abbilden. Rund 2.700 Immobilien besitzt Bremermann mit seinem Unternehmen. Etwa jedes 3. Gebäude hier am Wall. Spitzenlage am Rand der Bremer Altstadt. Das ist ja die alte Verteidigungsanlage der Stadt Bremen damals, als es ja noch ein bisschen konfliktbeladen war mit dem niedersächsischen Umland. Und das sind ja die alten Wehranlagen. Die sind zwar im 18. Jahrhundert eingeebnet worden, wenn ich das richtig entsinne, aber hier ist quasi früh die Verteidigungssituation von Alt-Bremen sichergestellt worden. Auf die andere Seite zur Kontoskarpe, wo dann die Eindringlinge gewartet haben, um die Stadttore zu stürmen. Mach mal einen Kopfhaken.
Aytac Alsancak ist selten in Bremen. Familie, Freunde, Arbeit, das ist alles in Bremerhaven. Seit 6 Monaten auch das HUT-Training. Weiter, 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 weiter. Los. Weiter, Jungs. Kommt. Kämpft. Ihr sollt kämpfen. Alles gegeben. Nun alles aufräumen. Der 21-Jährige legt großen Wert auf Ordnung. Früher war das anders. Da hat er für Unordnung gesorgt und Ärger gesucht. Am 15.12.2020 wurde ich angestochen, Richtung Herz und Richtung Bein. Warum? Weil ich ja halt auch cool sein wollte, so mein Mager helfen wollte, weil er Stress hatte. Das hat mein Leben zum Positiven verändert. Ich war auf Krücken, ich konnte ja nicht laufen, nix. Ne? Und ich war nicht mehr draußen unterwegs und das und so. Ich war einfach nur zu Hause. Das war gut? Das war richtig geil. Weil ich bin dann halt von alles rausgekommen. Ich habe dann angefangen zu lernen, zu recherchieren und das und so. Mich selber kennenzulernen. Dass er boxen kann, wusste er. Aytac gehörte mit 14 zu den Besten in Deutschland. Nun weiß er, sein Talent zählt nicht nur im Ring. Jetzt bin ich hier. Und dafür danke ich auch Gott, ehrlich, weil es im Leben ist nichts umsonst. Seinen Unterhalt verdient er als Leiharbeiter in der Lebensmittelproduktion. Das Training macht er ehrenamtlich. Noch. Mit dem neuen Geschäftshaus will Marco Bremermann ab dem Sommer richtig Geld verdienen. Ein Großteil der Räume ist bereits vermietet. Der Investor ist zufrieden und gönnt sich einen Blick von oben auf seine Heimatstadt. Bremen ist eine wunderschöne Stadt. Und ich meine, wenn man hier sieht und sich das mal anschaut, welche Stadt hat so eine Silhouette? Vom Dom über die Bürgerschaft, über das Rathaus bis hin zum Fußballstadion. In der Stadt. Man prägt mit solchen Gebäuden auch die Stadt. Das ist auch ein gewisses Vermächtnis, was man dann in diese Generation hineinbringt. Ob die nächste Generation dafür einen Blick hat? Studentin Emma lebt seit gut einem Jahr in Bremen. Sie hat noch einiges zu entdecken, ist aber mittlerweile angekommen. Es ist keine reine Studierendenstadt wie zum Beispiel Münster, aber man merkt schon, dass auch recht viele junge Leute hier unterwegs sind. Ja, ich meine, das ist Norddeutschland. Wenn einem Leute Hallo sagen, dann ist es Moin, wenn überhaupt. Aber ansonsten fühle ich mich hier wohl. Ihr Hobby? Rudern. Vereine gibt es viele entlang der Weser. Diesen hat sie ausgewählt, weil andere Studierende hier sind. Boot geht hoch. Und raus. In dieser Gruppe sind alle wegen der Raumfahrt nach Bremen gekommen, studieren Mechatronik oder Informatik. Über Job und Studium sprechen sie beim Sport selten, aber manchmal kommen sie nicht drum herum. Du bist beim OHB? Ja, genau. Als Praktikantin oder was? Als duale Studentin. Ach so, okay. Genau. Ich war da viele Jahre als Berater. Ah, witzig, okay. Waren damals auch schon junge Frauen da? Nee, also zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, Junkers Flugzeugmotorenwerk in München, da sah die Welt anders aus. Ein Glück hat sich das geändert. Mindestens einmal in der Woche trainiert Emma. Sie will mit ihrem Team im Sommer auch das ein oder andere Rennen fahren. Im ersten Moment ist man natürlich konzentriert und gut bei der Sache. Aber es gibt dann doch so Momente, wo man dann doch mal guckt. Und dann ist man sich bewusst, man ist auf der Weser und das Wetter ist schön. Das fühlt sich gut an. Hafenarbeiter Dennis ist auch zugezogen. Ursprünglich kommt er aus Delmenhorst. Seit 2015 ist Bremen seine Heimat. Bremen zeichnet halt dieses Maritime aus. Ne? Immer ein Fluss mittendurch. So ist alles relativ zentral, alles schnell zu erreichen. Doch, ist schon eine schöne Stadt, ich lebe gerne hier. Eigentlich genieße ich so ein bisschen die Ruhe. Beißt sich natürlich jetzt mit der Wohnung hier. Aber ich wollte mal wieder ein bisschen zentraler wohnen, dass ich alles um die Ecke habe. Für ihn ist es hier ganz schön, mit ein bisschen Grün. Und auch der Arbeit wegen. Kurzer Arbeitsweg, ich spare mir da ordentlich Zeit. Zurzeit passt es ganz gut hier. Nach dem Gassigang mit Bulldogge Boris geht es noch mal zu den Biergärten an der Bremer Schlachte.
Die Gesellschaft seines Hundes reicht Dennis. Der begeisterte Motorradfahrer verbringt viel Zeit alleine. Super, vielen Dank. Ich mache das oft. Ich finde das sehr entspannt. Hafen ist immer sehr laut, mein Alltag ist sehr strukturiert. Alles immer so ein bisschen durchgetaktet. Da genieße ich das sehr, einfach nur mit einer Tasse Kaffee zu sitzen, ein bisschen aufs Wasser zu gucken, die Ruhe zu genießen. Seine Zukunftspläne? Noch ein Kranführerschein und weitere Tattoos, vielleicht sogar im Gesicht. Ansonsten bitte wenig Veränderung. Ich bleibe im Hafen, ich bleibe in Bremen. Das steht für mich fest. Er meint damit die Stadt, nicht das Bundesland. Rund 50 Kilometer entfernt, weserabwärts, ist ja noch Bremerhaven. Heimat von Aytac Alsancak. Bremerhaven, das ist hier ein Dorf. Einfach klar und deutlich, das ist hier ein Dorf, jeder kennt jeden. Nächste Woche, Bruder. Okay, halt, ciao. Weißt du, das ist echt so ein Dorf hier. Das ist eine Großstadt, aber jeder kennt sich hier. Ich finde das hier eigentlich chillig, weil ich bin hier groß geworden, ich könnte auch gar nicht hier weg. Fester Anlaufpunkt ist für ihn die islamische Gemeinde Leer. Hier ist nicht nur sein Gym, hier betet er auch. Ich sag nur so, ich bin auch orientierungslos durchs Leben gegangen und so, hatte halt quasi keinen Plan gehabt und so. Und irgendwann habe ich den Weg zu Allah gefunden. Und das ist das Beste, was mir je passiert ist. Ehrlich. Für ihn gehört zum Islam Toleranz. Wenn jemand gut zu mir ist, bin ich noch besser. Und unser heiliger Prophet, er hat gesagt, behandelt einen Menschen, wie er als Mensch ist, nicht als Religion. Aytac Alsancak ist einer von schätzungsweise 60.000 Muslimen im Land Bremen. Diese Gemeinde gehört zum islamischen Dachverband DİTİB, unterstützt von der staatlichen Religionsbehörde in der Türkei. Fünfmal am Tag betet er, wie es der Islam vorschreibt, eine feste Struktur. Also wenn ich bete, also wie gesagt, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Gleichgewicht auch im Leben, das gibt mir Zufriedenheit, das gibt mir Freude. Immobilieninvestor Marco Bremermann auf dem Weg in die Bremer Handelskammer. Der Schütting, wie das Gebäude heißt. Im 16. Jahrhundert von der Kaufmannschaft gebaut. Dem Rathaus gegenüber, bewusst als Machtdemonstration. Die Botschaft, Bremen ist stark wegen des Handels. Wenn man Bremen auch mal historisch betrachtet, was für eine Größe Bremen durch die Hanse mal gehabt hat, das darf man nicht vergessen. Es ging ja hier im Norden, Handelsbereich ohne Bremen und die Hanse eigentlich gar nichts. Nicht? Das ist Vergangenheit. Der Einfluss der Kaufleute auf die Stadt nicht. Auf eine Tasse Tee ist Stefan Brockmann in den Schütting gekommen. Unternehmer und Vizepräses der Handelskammer. Der persönliche Austausch ist wichtig. So macht man in Bremen Geschäfte. Schon immer. Ich kann heute noch tatsächlich mit ganz, ganz vielen Leuten Geschäfte per Handschlag machen. Also Herr Bremermann bei mir Kunde ist, dann kann man auch sagen, so, das setzen wir per Handschlag um, da brauche ich keinen Vertrag für. Und das ist dieses Vertrauen. Das ist hier in der Kaufmannschaft noch in weiten Teilen eben auch vorhanden. Das ist für viele ist das mehr wert als ein schriftlicher Vertrag. Kaufleute und Schiffe, das ist sowas wie die ursprüngliche bremische DNA. Der Neustädter Hafen erinnert mit seinem Stückgut noch am ehesten an die Vergangenheit. Dennis Kastens hilft heute bei der Verladung von Bauholz. Die Ware soll nach Kanada und in die USA. Das ist Bremen eigentlich. Gerade so. Neustädter Hafen ist, glaube ich, mit einer der letzten, wo noch wirklich viel passiert. Die meiste Ware wird seit Jahren per Container in Bremerhaven umgeschlagen. Bremen ist für das Schwergut Anlaufpunkt geblieben. Ob Container oder Stückgut, die Grundregeln sind für alle Hafenarbeiter die gleichen. Auf gar keinen Fall unterschriebenen Lasten. Natürlich auf Hände, Füße, Kopf aufpassen. Und nicht unachtsam werden. Ne? Wenn sich Routine einschleicht, wird es meist gefährlich. Ich denke, das ist hier schon was Besonderes. Und auch wichtig, dass das am Leben bleibt hier. Aushängeschild für Bremen. Die Schülerband Shelter. Fünf junge Bremer, eine Handvoll Songs und der Traum von großen Bühnen. Die Schülerband auf dem Weg ins Abendprogramm. Zuerst was essen. Hoch im Kurs Rollo, eine Art gerollter Döner. Der Rollo kommt aus Bremen. Ja.
Ja, muss gesagt werden jetzt mal so. Zum Rollo noch ein Bier und dann zum richtigen Spot. Die Silvalkreuzung im Bremer Viertel. Das ist meistens so der Startplatz. Man trifft sich dann hier und dann geht man von hier entweder los zu irgendwelchen Häusern oder zu den jeweiligen Clubs, genau. Cornern? Also Cornern am Eck? Mhm. Also wenn man irgendwie sagt, das Eck im Viertel, weiß jeder, dass wir genau das hier meinen. Das Viertel ist linksalternativ geprägt. Hier treffen sich Künstler, Pädagogen, Junkies und Studierende. Das Viertel ist zwar schon gentrifiziert, aber das Viertel ist trotzdem noch abgeranzt oder runtergekommen. Und das trifft Bremen als gleichzeitig ärmstes Bundesland, aber auch als Bundesland mit den meisten Millionären und Millionärinnen prozentual. Fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen hier. Die meisten Millionäre sind es dann doch nicht. Aber bei den Einkommensmillionären liegt Bremen in der Spitzengruppe. Es gibt schicke Villen auf ausladenden Grundstücken. Einblicke in ihre Welt lassen reiche Bremerinnen und Bremer aber höchst ungern zu. Grundsätzlich ist ja das Bremer, auch das soziale Umgehen in Bremen, immer sehr überschaubar und sehr, sehr bescheiden. Man kriegt das ja, man wird ja auch geprägt, auch von den Generationen davor, speziell von den Eltern, Kindergärten, Schulen und so weiter. Das ist einfach ein Faden, der zieht sich durch ein gesamtes Leben irgendwo auch durch, diese Bescheidenheit. Man kriegt sie ja auch häufig auch vermittelt. Es gibt in Bremen eine relativ intensive Szene an Mietköchen. Das heißt, dass die Bremer feiern lieber zu Hause, als dass man das in der Öffentlichkeit dann macht. Wer nicht viel hat, muss auch nichts verbergen. Das Viertel ist sowas wie der Gegenpol zur feinen Bremer Gesellschaft. Also ich wohne seit über 10 Jahren hier. Aber ich bin, also wir sind mit meiner Familie vor 10 Jahren hergezogen. Ich komme eigentlich aus Flensburg. Es war ja immer schon so der schlechteste Ruf als ärmstes Bundesland und irgendwie schlechtes Bildungssystem. Aber also Bremen ist die längste Zeit, wo ich jemals irgendwo gelebt habe und ich fühle mich einfach so zu Hause. Es gibt so ein Sprichwort, Bremen ist das größte Dorf Deutschlands und das trifft es auch ganz gut. Also Bremen ist schon technisch gesehen groß, aber es fühlt sich kleiner an. Also ich würde sagen, es ist so Segen und Fluch zugleich, dass Bremen halt schon echt, also dann doch schon noch kleiner ist, als man denkt. Und gerade in unserer Bubble kennt man halt einfach jeden. Die Bierflaschen sind leer. Zeit weiterzuziehen. Der Abend ist ja noch jung. Okay, 13 Jahre und mehr haben sie jetzt im Bremer Bildungswesen verbracht. Die drei Freunde lernen für die Abi-Prüfung. Mathematik, Kurvendiskussion. Kannst du ableiten eigentlich? Nein. Ernsthaft nicht? Nein. Mathe hatte ich schon. Da bin ich schon in der 2. Klasse ausgestiegen. Also Mathe, sagen wir so, Mathe war für mich der Grund, weswegen ich die 2. Klasse wiederholen musste. Bremens Schülerinnen und Schüler sind bei bundesweiten Vergleichstests meist die schlechtesten. Das ist auch den Dreien bekannt, lässt sie aber kalt. Ich habe jetzt 3 Schulen besucht in meinem Leben. Das ist, allein in Bremen ist das nur ein kleiner Teil. Und ich meine bundesweit noch sehr viel kleinerer Teil, deshalb weiß ich nicht, inwiefern ich da jetzt einen Vergleich ziehen kann. Ja, das ist mir eigentlich ziemlich egal, ob jetzt in einem anderen Bundesland, das heißt, dass es schwieriger ist, so, weil im Endeffekt ist es ein Abitur. Habe ich jetzt recht einfach? Das war alles richtig, Brian, sehr gut. Okay. Wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Wofür braucht man das? Zum Satellitenbauen. Beim Raumfahrtunternehmen OHB arbeiten mehr als 1200 Menschen. Die meisten können Mathe. Also, dass ich sowas mit Mathe und Technik machen will, das war mir schon recht früh klar. Raumfahrt, das ist noch mal besonderer. Also es geht über das Alltägliche hinaus. Die Branche sucht Fachkräfte. Emma hat gute Chancen, in Bremen zu arbeiten, wenn sie das will. Also ich möchte schon gerne Ingenieurin in diesem Bereich werden. Also ich finde es super faszinierend und super spannend. Und natürlich, wenn man irgendwo mitarbeiten würde und dann fliegt es wirklich hoch und es klappt alles. Ich glaube, es gilt für uns alle, dass das eine ziemlich coole Sache wäre. Also, ja. Und selber mal hochfliegen? Also, wenn ich könnte, wenn es ganz einfach wäre, würde ich es sofort machen. Aber momentan ist das ja noch sehr schwierig und sehr teuer. Aber wenn man es mir anbieten würde, ich wäre dabei.
Aytac Alsancak auf der Deichpromenade in Bremerhaven. Bei gutem Wetter ist es hier voller Touristen. Jetzt ist er mit seinen Gedanken alleine. Und die sind meist beim HUT-Training. Das ist unbezahlbar. Da ist mir das ganze Geld egal. Das ist unbezahlbar. So ein Gefühl, ey, ehrlich, Leute. So ein Gefühl, einfach, ich bewirke was bei den Jungen. Also ich bin ja selber noch jung, wie du sagst. Ne? Aber weil ich ja in deren Alter auch viele Sachen schon falsch gemacht habe, will ich denen das nicht zumuten. Dass sie das nicht versuchen müssen. Dass es auch anders geht. Und ich weiß auch, dass wir Menschen wie so eine Pflanze sind, die auch wachsen müssen. Und ich will weiter wachsen. Ist das in Bremerhaven möglich? Ja, klar, seht ihr doch. Ich hab's ja hier geschafft, dass ich hier HUT-Training leite, ne? Ist alles möglich. Ist alles möglich. Fünf Perspektiven. Zwei Städte. Ein Bundesland. Bremen. Das ZDF in Bremen bei den Menschen, ihren Wünschen und Hoffnungen und jetzt wieder bei den Wahlergebnissen. Und da gucken wir uns den Stand der Dinge an. Matthias. Das machen wir gerne. Und hier haben die Wählerinnen und Wähler in Bremen ja 5 Stimmen zu verteilen, jeweils auf Parteien und Personen. Entsprechend langwierig das Auszählen. Wir schauen mal auf die Prognose. Da sehen wir die CDU bei 24,5%, die SPD deutlich stärkste Partei, 30%, die Grünen 12%. Die Linken 11%, FDP 5%, noch knapp und unsicher, ob sie in Bremen und Bremerhaven drin sein wird. Und die Bürger in Wut mit 10,5%, das der Stand im Moment. Ja, vielen Dank, Matthias Vornoff. Soweit also die unveränderte Lage in Bremen. Wir wollen jetzt noch einmal zur Wahl in die Türkei schauen und zu unserem Korrespondenten Jörg Brase in Ankara. Jörg, was lässt sich jetzt inzwischen ja knapp 3 Stunden nach Schließung der Wahllokale zum Wahlausgang sagen? Haben sich Trends verfestigt? Also das ist wirklich sehr schwierig hier in der Türkei zu sagen. Ich will einfach nur mal unsere Quellen hier nennen. Wir haben im Moment 3 Quellen. Das eine ist die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu, die von der Wahlbehörde gespeist wird. Die meldet im Moment nach Auszählung von ungefähr 36% der Stimmen, dass Präsident Erdogan klar mit 13% in Front liegt. Dann gibt es eine andere Agentur, die der Opposition nahesteht, die Agentur Anka. Die meldet den Vorsprung sehr viel knapper bei lediglich 5%. Und dann haben wir noch die CHP, die Parteien selbst, die ihre eigenen Zahlen von den Wahlbeobachtern gemeldet. Bei der CHP liegt Kılıçdaroğlu, also der Oppositionskandidat, der liegt mit 48% in Front. Es ist wirklich schwer zu sagen, man muss abwarten, auch weil vor allen Dingen kleine Wahlbezirke ausgezählt wurden bislang. Wir müssen abwarten, bis auch die großen Städte ausgezählt sind. Dann kann sich das alles auch noch mal ändern. Aber was man in diesem Augenblick auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es ein spannender Abend wird. Die Zahlen werden sich alle noch mal verändern. Und die Wahlbeteiligung, das ist jetzt schon klar, die liegt bei über 90%, also noch mal höher als bei der letzten Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren. Und das sind Zahlen, von denen wir in Deutschland auf jeden Fall nur träumen. Ja, vielen Dank, Jörg, nach Ankara. Also, ich hoffe, Sie haben ihn verstehen können. Da wurde es gerade laut im Hintergrund. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, wie volatil im Moment noch die Situation ist. Das bleibt ein spannender Abend in der Türkei. Vom Ausgang der Wahl hängt viel ab für Europa. Deshalb berichtet heute das schon als Hinweis auch das Heute-Journal ausführlich aus Ankara mit Christian Sievers vor Ort. Jetzt sind wir zurück in Bremen und wollen noch mal nachholen, was vorhin noch nicht geklappt hat, nämlich eine Stimme der FDP, die hier noch sich sorgen muss, ob sie tatsächlich die 5%-Hürde nehmen kann. Und deshalb wollen wir den Spitzenkandidaten hier im Gespräch mit Kai Niklasch sehen. Tore Scheck, der Spitzenkandidat der FDP, der Liberalen in diesem Wahlkampf. Die FDP laut Prognosen knapp über der 5%-Hürde. Glauben Sie daran, dass Sie den Wiedereinzug schaffen?
Im Moment sind es nur Prognosen, damit muss man natürlich immer vorsichtig sein. Wir warten auf die erste Hochrechnung, aber im Moment sieht es sehr danach aus, dass wir unser Ziel, wieder auch in die Bürgerschaft einzuziehen, auch Teil der nächsten bremischen Bürgerschaft zu sein als FDP, erreichen werden. Und ja, jetzt schauen wir mal weiter. Aber es bleibt eine Zitterpartie. Sie waren ja schon prognostiziert bei 6%. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergab. Woran liegt's? Schauen wir mal. Das wird man dann im Nachgang erarbeiten müssen. Wir standen ja in vielen Umfragen vorher sehr stabil, auch bei über 6%. Ob es das Kopf-an-Kopf-Rennen war zwischen den beiden großen Parteien oder einfach grundsätzlich die politische Situation in Bremen, das wird man sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal über das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler, die uns ihre Stimme gegeben haben. Ja, Glückwunsch. Und warten jetzt die ersten Hochrechnungen ab. So, der FDP-Spitzenkandidat, also die FDP muss noch zittern. Und jetzt ist im Moment zu mir ins Studio gekommen der Wahlsieger des heutigen Abends, Andreas Bovenschulte, SPD-Bürgermeister von Bremen, der es auch wird bleiben können. Herr Bovenschulte, danke fürs Kommen. Wir schauen jetzt mal gerade interessante Analysedaten an zum Abschneiden Ihrer Partei. Das wird Sie bestimmt interessieren. Matthias. Das machen wir sehr gerne. Wenn ich auch eine Kamera habe, da kommt sie. Woher kommen die Wähler der SPD, war die Frage. Also das schauen wir uns mal genauer an. Von denen, die heute die SPD gewählt haben, haben vor 4 Jahren die CDU gewählt. 8% in absoluten Zahlen, etwa 6.000 Wählerinnen und Wähler. Der größte Brocken sind die, die auch damals schon die SPD gewählt haben. Und Grüne 13%, immerhin 10.000 Wählerinnen und Wähler. Das heißt, die SPD bleibt stark und gewinnt dazu bei CDU und Grünen. Eine interessante Grafik möchte ich Ihnen noch zeigen. Da geht es um eine Altersgruppe über 60, wo normalerweise die CDU immer klar vorn ist. Hier in Bremen ist es umgekehrt. Die SPD weit vorn. Und wir schauen mal, wie sich das entwickelt hat in den letzten 4 Jahren. Die CDU verliert in dieser Altersgruppe Ü60 minus 5 Punkte. Die SPD gewinnt 5 Punkte hinzu. Und das ist ein Teil der Erklärung sicher für den Erfolg der Sozialdemokraten. Vielen Dank, Matthias. So, und der für den Erfolg verantwortlich ist, steht jetzt bei uns, Andreas Bovenschulte. Das war ja in den letzten Wochen, Herr Bovenschulte, eigentlich schon ein ziemlich knappes Rennen. Jedenfalls konnten Sie nicht sicher sein, dass es so klappen würde. Wie erleichtert sind Sie heute Abend? Also, ich freue mich über dieses hervorragende Ergebnis und bin natürlich erleichtert. Es war in der Tat ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das Schöne an der Demokratie ist, die Wählerinnen und Wähler entscheiden und nicht die Meinungsforschungsinstitute. Insofern konnte niemand sicher sein, wie am Ende das Ergebnis ist. Deshalb freue ich mich über dieses grandiose Ergebnis für die Bremer SPD. Allerdings lagen die Forschungsinstitute auch ziemlich gut. Die haben Sie nämlich tatsächlich schon in Front gesehen, jedenfalls in den letzten 14 Tagen. Nun hatten Sie diese historische Niederlage beim letzten Mal, so ein bisschen in den Knochen wahrscheinlich. Da ging es ja 8 Punkte runter, 5 haben Sie wieder aufgeholt. War Ihnen das immer so bewusst im Wahlkampf? Na klar, also es wäre falsch zu sagen, dass die Niederlage beim letzten Mal der SPD, der Bremer SPD, nicht in den Knochen gesteckt hätte. Das war so. Insofern haben wir auch gesagt, wir müssen richtig kämpfen. Und ich habe meine Partei noch nie so aktionsfreudig und so mobilisiert gesehen wie in diesem Wahlkampf. Das war ganz hervorragend. Also insofern muss man sagen, wir haben einen klaren Kurs gefahren. Wir hatten eine sehr, sehr engagierte Partei und das war dann natürlich auch der Schlüssel zum Erfolg. Nun sind Sie dankenswerterweise zu uns schon etwas früher gekommen, weil wir Sie natürlich gleich in unserer 19 Uhr heute Sendung hören wollen und die entscheidenden Gretchenfragen sparen wir uns noch mal ein bisschen auf. Aber ich will schon mal etwas nachfragen. Beim letzten Mal haben am Ende ja die Grünen Ihnen in den Sattel geholfen. Ohne die Grünen wären Sie nicht Bürgermeister, wäre die SPD nicht führend in der Regierung geworden. Jetzt haben die sehr, sehr stark verloren. Ist da jetzt so auch ein bisschen Genugtuung dabei, dass am Ende Sie sich durchgesetzt haben? Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich über ein gutes Ergebnis für die SPD. Ich freue mich nicht über schlechte Ergebnisse für andere Parteien, außer für rechtsradikale Parteien. Und insofern ist die Situation tatsächlich jetzt eine andere. Und damit werden wir umgehen müssen. Ich habe immer gesagt, die jetzige Regierung hat eine gute Arbeit gemacht. Das habe ich vor der Wahl gesagt. Das finde ich immer noch. Wir haben das Land gut durch die verschiedenen Krisen gesteuert. Wir haben aber auch immer gesagt, wir gehen nicht mit einer festen Koalitionsaussage in die Wahl. Hat übrigens keine Partei in Bremen gemacht. Und müssen dann hinterher gucken, wie sich die Dinge inhaltlich von den Gemeinsamkeiten ergeben.
Aber das ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei noch. Wir müssen erst mal jetzt abwarten, wie das Endergebnis ist. Dann müssen morgen die Gremien beraten und sich positionieren. Und dann geht's weiter. Lassen Sie uns, Herr Bovenschulte, noch einen Blick auf dieses Ergebnis der Bürger in Wut werfen. Nun ist die AfD, konnte nicht antreten, hatte Formfehler produziert. Das wäre doch eigentlich die große Chance gewesen, jetzt sozusagen diese rechtspopulistischen Strömungen klein zu halten. Zweistelliges Ergebnis, so sieht es aus, für die Bürger in Wut. Wie sehr besorgt Sie das? Und was sagt Ihnen dieses Ergebnis? Offenbar ist tatsächlich doch viel Unzufriedenheit vorhanden in diesem Land. Also das ist natürlich so. Das gibt Anlass zur Sorge. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Zur Einordnung muss man sagen, das letzte Mal hatte die AfD um die 6%, Bürger in Wut 2,4%. Wenn man das zusammenzählt, waren das 8,4%. Und wir haben ja Nachwahlbefragungen gehabt, aus denen hervorgeht, dass viele ehemalige Wählerinnen und Wähler der AfD jetzt BIW gewählt haben, weil die AfD nicht auf dem Wahlzettel stand. Also so muss man natürlich dieses zweistellige Ergebnis einordnen. Und trotzdem gibt es Anlass zur Sorge. Und für mich heißt das, wir müssen der Frage starke Wirtschaft, gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit in den nächsten Jahren noch mehr Schwerpunkt geben, weil das ist das, glaube ich, was die Menschen wollen. In schwierigen Situationen Klarheit, Sicherheit und eine vernünftige Existenzgrundlage. Wir haben vorhin den SPD-Generalsekretär, also eine Bundesstimme, gehört, der jetzt Ihnen natürlich gratuliert, Kevin Kühnert, und gleichzeitig sagt, er wünscht sich jetzt mehr Bovenschulte, auf jeden Fall auch in der Bundespolitik. Was kommt da auf Sie zu? Naja, ich habe erst mal jetzt genug damit zu tun, in die Gespräche einzutreten ab morgen und mich um die Bremer und Bremerhavener Angelegenheiten zu kümmern. Was richtig ist, ich habe in der Vergangenheit, ob es um die Corona-Pandemie ging oder über ein Thema wie Übergewinnsteuer, auch deutlich gemacht, Bremen ist eins von 16 Bundesländern. Wir wirken über den Bundesrat an der Bundespolitik mit. Und natürlich ist es auch die Aufgabe des Bremer Bürgermeisters und Präsidenten des Senats, aus dieser verfassungsrechtlichen Position raus Bundespolitik mitzumachen. Sie bleiben bei uns, Herr Bovenschulte. Wir geben jetzt direkt ab nach Mainz zur 19 Uhr Heute-Sendung. Ein besonderer Tag heute für Deutschland und die vom Krieg gezeichnete Ukraine. Volodymyr Zelensky ist angereist. In Berlin Gesten enger Freundschaft und gegenseitiger Dankbarkeit bei Sicherheitsstufe 1. Dann mit dem Hubschrauber.